Hallo, mein Name ist Chris Strubbel und ich zeige heute, wie wir im Bubble bei Inaktivität des Nutzers Aktionen ausführen können. In diesem Beispiel, was ihr jetzt seht, haben wir genau nach 5 Sekunden, wenn der User keinerlei Bewegungen im Browser macht, weder die Maus bewegt oder andere Aktionen, dass ein Pop-up sich öffnet. Und wenn der User dann die Maus wiederum aktiviert, ist das Pop-up weg. Und ich zeige euch jetzt, wie das geht. Wir gehen in Bubble. Ich habe die Seite bereits vorbereitet, damit wir etwas sehen. Gehen danach in Plugins. Das Plugin heißt Detect Inactivity und wurde von Anticode entwickelt. Und wir gehen jetzt in den Design Tab. Hier wählt ihr unter Visual Elements Detect für Detect Inactivity und seht hier die Idle Time. Das ist quasi der Zeitraum, hier 30 Sekunden, wann das Element aktiviert wird. Ich wähle hier einmal 5 Sekunden, um quasi für den Testzeitraum nicht zu lange zu warten. Als nächstes wählen wir ein Pop-up. Und in diesem Pop-up ein Textfeld. Und hier im Text stehen euch natürlich alle Sachen zur Verfügung, die ihr haben wollt. Das ist jetzt nur ein reiner Beispieltext. Und wir wollen jetzt, wenn der User eben inaktiv wurde, dieses Pop-up anzeigen. Dafür gehen wir in den Workflow. Elements. A detect user has become inactive. Dann Element Action Show, nämlich dieses Pop-up. Und wir gehen jetzt einmal auf Preview. Wir warten 5 Sekunden und sehen jetzt dieses Pop-up. Leider seht ihr aber, dass wir aktuell, wenn wir nun wieder aktiv werden, trotzdem das Pop-up bleibt. Deswegen gehen wir nochmal in den Workflow und nehmen Elements. A detect user has become active again. Und wir machen hier Hide Pop-up. Gehen jetzt noch einmal auf Preview. Wir warten ein paar Sekunden, nämlich 5. Haben nun das Pop-up und wenn ich die Maus wieder bewege, ist es wieder weg. So konntet ihr sehen, wie wir im Bubble nun User Experiences steuern können, die auf die Aktivität des Nutzers im Browser reagiert. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt gerne auf den Like-Button und subscribt unseren Channel. Falls ihr Fragen habt, schreibt gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und auf bald.